einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. 11.10 Uhr, 27,5 Grad. See. Aber immer noch Wolken am Himmel. Aber die Brezeln, die wird gleich weggebrezelt von der Sonne. Bei den Temperaturen machen mir aber Wolken so relativ wenig aus. Ja, mir auch. Also ganz im Gegenteil. Ich bin froh, wenn meine Wolke da ist. Ne? Genau. Was haben wir heute vor? Wir arbeiten heute wieder in der kleinen Serie Wohnen auf Gran Canaria. In den vergangenen Videos hatten wir uns ja mit insgesamt 4 verschiedenen Stadtteilen beschäftigt, hier in Maspalomas. Heute fahren wir mal raus aus Maspalomas. Man muss ja auch mal rauskommen. Wir fahren nämlich nach Arginigin und das hat einen ganz besonderen Grund, oder? Ja, wir fahren in die Gemeinde Mogan, also Arginigin, du hast recht. In Arginigin ist ein neuer Strandabschnitt entstanden. Nach einem Jahr Bauzeit sind die da nun fertig geworden. Wir haben auch schon mal in der oder während der Bauzeit so ein bisschen was über diesen neuen Strandabschnitt gezeigt. Aber der scheint jetzt fertig, zumindest haben wir gelesen. Der ist eröffnet worden und die Bilder, die wir im Netz gesehen haben, waren wirklich schön, fanden wir. Und wir wollen euch auf jeden Fall daran teilhaben lassen und schauen uns das heute mal an. So ist es. Ein Naturschwimmbecken gibt es dort, eine wunderbare Terrasse. Mal gucken, was da heute so los ist. Es ist Wochenende. Und ich war ganz überrascht, dass gestern tatsächlich die Eröffnung war. Ich glaube, keine 14 Tage her, da waren wir da. Da sah das noch nach sehr, sehr Baustelle aus. Ja. Und heute oder gestern fertiggestellt. Ja. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich auch. Wir sind jetzt gut 10 Minuten unterwegs und guck mal hier, alle Wolken weg. Unglaublich. Ja, stimmt. Vor 10 Minuten hatten wir noch reichlich Wolken. Da in den Bergen, da hängen noch ein paar. Aber hier alles weg. Wir fahren jetzt hier gleich nach Arginigin rein und man wird hier in Arginigin direkt von der großen Bananenplantage begrüßt. Und zurzeit entsteht hier auch eine Meerwasserentsalzungsanlage, ne? Ja. War das nicht so? Ja, ja, ne? An der Bananenplantage. Ja. Hier im Vordergrund haben wir eine große Bananenplantage. Die Meerwasserentsalzungs... Boah, das ist ja auch ein Wort. Die Meerwasserentsalzungsanlage kann man allerdings von hier jetzt nicht so gut sehen. Die kann man wunderbar erkennen, wenn wir über die GC 500 kommen. Ja. Frosch gefrühstückt. Jetzt sind wir in Arginigin und was nicht so schön ist zur Zeit, ist natürlich eine temporäre Geschichte. Hier gibt es eine Baustelle, die ist eigentlich gar nicht so groß, aber die gibt es jetzt schon seit gefühlt 2 Jahren. Länger. Länger schon. Also länger ich habe das Gefühl, die ist da seit wir hier sind, aber ja. Okay. Also 3 Jahre sind es locker. Ja, also man sieht das hier, es wird auch immer irgendwie größer. Ja, und was das alles soll, man weiß es nicht. Noch ist nicht zu erkennen, was Sinn und Zweck dieser Baustelle sein soll. Ist heute wieder Markt? Nein, dienstags. Ja, dienstags, weil das der Parkplatz hier so voll ist. Oh, sind alle an dem neuen Strand. Ah, ne, da ist aber alles frei. Das ist ja gut. Ja, das Schöne in Arginigin ist, hier gibt es in der Ortsmitte einen sehr großen Parkplatz und der ist auch kostenfrei. Stimmt. Dass man sich als Gemeinde das hier entgehen lässt, finde ich schon ganz schön großzügig, weil ihr könnt ja erkennen, dass es ein sehr, sehr großer Parkplatz ist und da passen ordentlich Autos drauf und mit parkenden Autos kann man ja auch Geld verdienen. Aber hier muss man nichts bezahlen und wir sind jetzt hier auch gleich direkt am Strand und gehen jetzt gleich mal zu diesem neuen Strandabschnitt. Was für ein herrliches Wetter hier in Arginigin. Wahnsinn. Und an der neuen Strandpromenade bzw. an dem neuen Strandabschnitt fällt mir als erstes auf, hier gibt es eine Toilette, die wir ja in Maspalomas sehr vermissen. Ja, beschämend eigentlich. Ja, finde ich auch. Aber es soll in Maspalomas, das nun mal so nebenbei, es soll mal wieder viel Geld investiert werden in das Thema Liegen.
Da sollen auch Bali-Betten angeschafft werden. Ich glaube, das alles erst, wenn es soweit ist. Genau. So, das ist zum Beispiel hier sehr schön gemacht, finde ich. Ja. Man sorgt für ein bisschen Schatten. Man kann sich hier ganz sicher mit seinem eigenen Strandstuhl hinfläzen. Ja, das ist, glaube ich, auch neu aufgeschüttet worden hier, der Sand. Das bewachter Strand. Hier haben wir den Sitz für die Leute vom Deutschen Roten Kreuz, vor allen Dingen. Cruz Roja macht das, ne? Ja. Also das Cruz Roja, also das spanische Rote Kreuz, holt die ganzen Wahnsinnigen aus dem Wasser, die sich und andere gefährden, wenn die rote Flagge an den Stränden weht. Ja. Das ist wirklich sehr schön gemacht hier. Ja, es hat ein bisschen was Edles, ne? Playa del Perchel oder Perchel, man weiß gar nicht, wie man das aussprechen soll. Ja, genau. Doch, das war vorher total unansehnlich hier. Das war unschön, das war unsauber. Das ist wirklich sehr gelungen hier. Mhm. Aginigin hat noch einige weitere Strandabschnitte. Mal schauen, ob wir da auch noch hinkommen heute. Aber die haben wir ja auch schon vorgestellt. Dies ist ja der neueste jetzt. Ja, ne? Guck mal, da hinten ist noch ein... So sah der Strand da hinten. Ja. So sah er vorher aus. Ja. Mit dem dunklen Sand. Ja. Und jetzt hat man hier diesen hellen Sand aufgeschüttet. Und ganz da hinten, da sieht man ja auch die Zementfabrik von El Pajar. Ja. Kein schöner Anblick. Aber was soll's. Die erfüllen ja einen guten Zweck. Die machen Zement. Guck mal hier, ein toller Spielbereich für Kinder. Ja. Also ein sehr großer Spielbereich für die ganz Kleinen ist hier angelegt. Aber was du auch mal zeigen darfst, ist zur rechten Hand, das ist nämlich auch Aginigin. Ja, mache ich gleich, wenn wir hier durch sind. Wo ist denn das Naturschwimmbecken? Guck mal, was für schöne Schattenplätze man hier haben. Ja, wird auch genutzt. Für Mensch und Tier. Ah, guck mal hier, wie schön. Das ist ja toll. Toll gemacht. Ich bin bisher nicht so ein großer Aginigin-Fan gewesen, aber hier muss ich sagen, toll. Sehr schön. Kleines Becken allerdings, ne? Ja. Aber selbst für Kinder geeignet, ist nicht so tief. Ja, genau. So. Das sieht wirklich, luxuriös will ich nicht sagen, nee, aber sieht sehr, sehr schön aus. Sieht sehr edel aus, wie ich finde. Und gleich gegenüber des Strands gibt es dann auch eine Wohngegend. Die sieht dann vielleicht nicht ganz so schön aus. Aber Aginigin war schon immer sehr gegensätzlich. Ja, das stimmt. Das war früher wirklich ein kleines Fischerörtchen, das sich immer mehr entwickelt. Aber das ist das frühe Aginigin, ne? Aber man sieht auch, und das ist in Aginigin sehe ich das sehr, sehr häufig, wenn man sich diese Wohngebäude dort drüben mal anschaut, das ganz linke, das scheint etwas älter zu sein, und dazwischen sind zwei Scheiben. Die sind nagelneu renoviert. Ja. Ne? Ja. Und rechts daneben geht es dann wieder im alten Stil weiter. Und das findet man hier in der Aginigin tatsächlich sehr, sehr häufig. Stimmt. Dass mittendrin ein total renoviertes kleines Häuschen steht. Ja. Und wir sind hier nicht zum ersten Mal. Ja, direkt am Strand, an diesem neuen Strandabschnitt hier, gibt es die Restaurationsmeile. Man baut sich gerade auf und bereitet sich auf das Mittagsgeschäft vor. So, und hier ist mal wieder ein Beispiel für
alt und neu, beziehungsweise nur neu. Das fällt uns jetzt tatsächlich zum allerersten Mal auf, dass hier oben, und das geht noch weiter, da sind riesen Dachterrassen, dass hier alles top renoviert ist. Wirklich nagelneu. So, hier Restauration in der Vorbereitung. Also hier wohnt man direkt in Aginigen. Das ist wirklich das Zentrum, ne? Kann man sagen. Das ist der Marktplatz sogar gefasst, ne? Mittendrin. Ja, wir würden sagen, das ist ein Marktplatz, aber da findet natürlich kein Markt statt. Der findet da hinten statt. Der ist so ein Touristenmarkt, ne? Ja. Hier aber ein sehr, sehr schöner Platz zum Verweilen unter dem Baum. Ein Café. Kleine Geschäfte, Apotheken, alles da, was man so braucht. Ja, und hier, was es hier immer noch gibt, das sind so ein paar kleine inhabergeführte Geschäfte. Das haben wir auch schon mal erzählt. Ja. Aber das macht das ein bisschen individueller, ne? Das sind ein paar ganz schöne Geschichten. Wenig Ketten, ne? So die großen Filialisten gibt es hier weniger. Ja. Also der Innenstadtbereich von der Ginnigen ist wirklich sehr, sehr schön. Aber wie gesagt, man muss dann auch damit leben, dass das hier so etwas unansehnlicher, so will ich das mal sagen. Nicht alles top modern, aber das macht es vielleicht auch aus, ne, diese Mischung. Ja, finde ich auch. Absolut. Hier haben wir dann zum Beispiel wieder, sieht auch sehr neu aus, ne, dieses Gebäude. Findest du? Ja, guck mal. Mit dem Glas, die Balkone, wie die gemacht sind, die runden Fenster und so weiter. Ja, aber da, das ist wieder neu da. Neu und alt, dicht beieinander. Wir haben hier übrigens einen riesigen Spar-Biomarkt. Er wollte uns nur mal zeigen, dass sie eine Hupe hat. Also hier ist der Spar. Das ist wirklich ein riesen Biomarkt. Aber anders als bei uns in Maspalomas hat man hier geschlossen. Guck mal, wie krass. Ja. Hier wohnt man einmal unten so, oben so. Ja. Wahnsinn, oder? Also gegensätzlicher geht's kaum. Arm und reich dicht beieinander. Wohl wahr. Zumindest optisch. Man hört aber auch nicht, dass das zu irgendwelchen sozialen Spannungen dabei kommt. Das würde man sicherlich irgendwo schon mal gelesen haben, glaube ich. Hier, dieses Restaurant, das Mikroklima. Kleine Empfehlung von uns. Kleine Empfehlung von uns. Da waren wir einmal und waren total begeistert. Ja, wir hatten super. Also wirklich ganz, ganz toll. Tolle Tapas. Ja, und hier sind wir dann jetzt wieder an dieser Baustelle angekommen, die immer größer wird und irgendwie nie fertig wird, glaube ich. So, hier haben wir wieder ein Beispiel für Wohnen in der Ginnigen. Wir fahren nachher aber auch noch in die sehr, sehr bevorzugte Wohngegend von der Ginnigen. Also da auf die Berge da oben rauf, ne, wer da wohnt, der braucht ein etwas dickeres Bankkonto. Ja, hat natürlich auch einen fantastischen Ausblick da oben. Ne? Ja, das stimmt. Besser geht's nicht. Genau. So, und wir fahren jetzt mal mit dem Auto an die nächste Station, wo man wohnen kann. Wir haben den Parkplatz wieder verlassen und fahren jetzt hier in eine Wohngegend, die gleich hier anfängt mit einem Supermarkt, dem Hyperdino. Aber nicht nur Supermarkt, hier gibt es auch einige andere kleinere Geschäfte. Sieht aber auch sehr verlassen immer aus, ja, da muss ich mal einfach dazwischen grätschen. Aber da ist auch ein Anwalt drin, der hat hier seine aus Maspalomas, aus Playa del Inglés, der hat hier eine neue Filiale eröffnet vor einigen Wochen. So, und gleich anschließend dann an dieses Einkaufszentrum beginnt dann eine Wohngegend, die hier auf der rechten Seite aus
Reihenhäusern besteht, so würde man das in Deutschland bezeichnen. Die auch bestimmt ganz schön sind. Ja. Und weiß ja immer nicht, was sich dahinter verbirgt, aber die sind häufig sehr schön. Das ist aber so typisch spanisch, dass man ja total abgeschirmt ist, ne? Hohe Mauern und Zäune und ja. Dann beginnt so der Innenbereich. Und sehr, sehr häufig ist es so, dass diese Reihenhäuser, die wirken von außen, ja, eigentlich klein, ne? Die wirken piefig, aber ja. Das ist wirklich, was sich dahinter manchmal verbirgt. Und wenn man dann reinkommt, dann eröffnet sich da aber einiges an Wohnfläche. Ja. Hier auf der linken Seite geht es dann wieder mal hoch in die Berge. Dort oben kann man vielleicht erkennen, diese weißen Gebäude, futuristisch, architektonisch auf dem neuesten Stand, würde ich sagen. Ja. Die thronen da oben und haben natürlich einen fantastischen Blick auf den Atlantik. Das ist allerdings ein etwas kleineres Wohngebiet hier in der Ginnigen. Wir fahren gleich nochmal auf einen anderen Berg. Da verfahre ich mich eigentlich jedes Mal. Das ist so verworren da. Ja, wir kommen hier aber glaube ich rüber, ne? Ja, genau. Aber das ist eher dann hier im unteren Bereich, ist das auch eher ursprünglich, aber nicht hässlich, ne? Nö, geht. Dazwischen liegt noch so ein Barranco. Ja. Hier oben haben wir diese gelben Gebäude, das sind dann Wohnblocks mit Wohnungen drin. Und ich denke mal, das liegt alles im finanziellen Rahmen, durchaus bezahlbar, die Mieten, denke ich mal, weiß ich aber nicht genau. Würde ich jetzt auch behaupten. Die Kaufpreise allerdings hier in der Ginnigen, wenn wir gleich nachher auf den Berg fahren, da geht das dann auch schon ganz leicht mal in den Millionenbereich. Und Ginnigen ist zum Beispiel sehr, sehr beliebt bei Norwegern. Ja. Und es gibt hier auch viele Norweger mit sehr, sehr viel Geld. Und die haben hier auch viele, viele Millionen investiert. Was es hier auch gibt, das sind die norwegischen Bauträger. Das werde ich dir auch gleich mal zeigen, falls du das nicht weißt, Schatz. Aber du weißt das eigentlich, ne? Sichi. So, jetzt geht es wieder hoch in die Berge. Und ich muss sagen, ich fahre hier ziemlich planlos durch die Gegend. Ich weiß nicht, wo wir hier rauskommen. Das wissen wir jedes Mal nicht. So, hier auf der linken Seite, schaut mal. Modern, das ist natürlich sehr, sehr modern. Ne? Hier haben wir einen kleinen Supermarkt um die Ecke. Hier beginnen dann die Häuser mit den Garagen innerhalb des Hauses. Also man fährt hier mit seinem Auto rein, Tor geht zu und man ist in seiner Wohnung. Ja, hier ist natürlich auch alles in den Hügel gebaut, ne? Ja. Bietet sich das hier an. Wir sind jetzt fast am höchsten Punkt von der Ginnigen angekommen und hier stehen auch ja, die teuersten und schönsten Immobilien. Wirklich eine Wohnung, ein Haus schöner als das andere. Schaut mal auf unserem Kanal. Ich habe auch ein Video mit der Drohne hier gemacht. Dort kann man sich Ginnigen dann mal von oben anschauen. Da hat man dann noch einen viel besseren Überblick über die Situation hier zu wohnen. Das ist jetzt, glaube ich, der höchste Punkt von der Ginnigen. Genau. Vielleicht steigen wir hier mal aus und gucken mal hier rüber, über den Zaun. Ja, das ist dann der Blick, den man hat, wenn man hier oben wohnt. Also nicht den Blick hier mit dem Zaun. Ich stehe jetzt ja hier vor einem Zaun. Wenn man hier wohnt, dann hat man keinen Zaun vor der Linse. Man guckt darauf und darauf. Also von der Lage her, meine persönliche Meinung allerdings, von der Lage her geht das nicht besser. Aber das habe ich ja auch gestern in meinem Video in San Augustin gesagt. Sag ich schon wieder Augustin, mir rutscht das immer mal wieder raus. Also San Augustin, Lage muss ja jeder für sich am Ende auch mal selber definieren. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, nee, das ist doch keine schöne Lage. Hier muss ich ja
ganz weit zum nächsten Strand fahren. Das stimmt natürlich. Aber für mich ist das hier wirklich die allerbeste Lage. Möchtest du, dass wir hier runterfahren oder dass wir umdrehen? Nee, wir fahren hier runter. Okay. Ja, ist fantastisch von hier oben. Fantastisch. Wenn es hier so um die Ecke kommt, dann hat man wieder einen ganz tollen Blick, nämlich auf den Hafen von Arginigin. Genau. Wirklich wunderschön. Also. Und ihr könnt sicherlich auch erkennen, das geht hier schon steil bergauf und bergab. Aber guck mal, wie schön. Toll, oder? Ja. Tolles Bild. Wie gesagt, guckt auf den Kanal, da gibt es ein Video Arginigin von oben oder so ähnlich. Ich weiß gar nicht genau, wie ich das genannt habe. So, hier habe ich mal die Gelegenheit, einmal auf so eine Anlage runterzuschauen mit einem Gemeinschaftspool. Auch sehr, sehr schön gemacht. Fast so ein Überlaufpool. Die beiden, die dort im Pool sind, die gucken auf den Atlantik. Ja, und das sieht ganz so aus, als wenn das eine Wohnanlage ist mit dem Gemeinschaftspool. Ist also kein Hotel, sondern man wohnt hier. Ein wichtiges Thema ist ja immer wieder das Thema, wo stelle ich mein Auto hin? Und hältst du bitte mal an hier? Was mir auffällt, also wenn ich gleich zum Autothema komme, diese Müllanlagen, Müllcontainer, so muss ich richtig sagen, die sehen alle, bis auf den hier, die sehen alle total neu aus, moderner. Und man glaubt es kaum, gefühlt haben wir hier alle 20 Meter solche Müllcontainer stehen. Ja. Also das ist sehr, sehr gut geregelt, finde ich, hier in Arginigin. Ja, das sieht auch hygienischer aus als bei uns in Maskalomas, ne, an manchen Stellen. Genau. Aber zurück zum Thema Parken. Man kann sehr deutlich erkennen, dass es hier sehr, sehr viele freie Parkplätze gibt. Die meisten haben ihr Auto ja sicherlich auch in der Garage stehen. Also wenn man Besuch bekommt, gar kein Problem, das Auto hier an der Straße abzustellen. Und man sieht ja auch durch die weiße Markierung, dass es kostenfrei ist. Das ist auch eine sehr schöne Anlage hier auf der linken Seite. Hab ich noch nie gesehen. Ist mir nie aufgefallen. Ja. Als wären wir hier nie rumgefahren. Ja. Ganz hübsch. Sehr hübsch sogar. Bestimmt auch etwas älter, aber tipptopp Schuss. Tipptopp, ja? Wirklich. Ja, sieht hübsch aus. Parkplätze ohne Ende, was wieder dafür spricht, leider, finde ich, dass ganz viel Wohnraum hier eben auch nur temporär genutzt wird. Hier ist also übers Jahr auch ganz viel Frei- und Leerstand, ne? Ja, ja. Das sind Menschen, die sich das einfach leisten können, 7 Wochen im Jahr hier zu wohnen und den Rest des Jahres steht das leer. Die haben kein Interesse daran, das zu vermieten. Genau. Weil sie finanziell so gut gestellt sind, dass sie sich sagen, nö, brauchen wir nicht. Mhm. Hier haben wir wieder ein tipptopp modernes Gebäude mit Wohnungen. Ich glaube, das ist ein norwegischer Bauträger. Die Südborg heißt das, glaube ich. Ja. Würde stimmt. Ich mal behaupten. Man sieht das immer draußen. Entschuldigung, draußen an den Gebäuden steht dann immer irgendein Name. Meistens ist dann Y drin. Und die Skandinavier haben ja sehr, sehr viele Ys in ihren Straßennamen und Ortsnamen und so weiter. Hier haben wir die Anlage von der anderen Seite. Mhm. Sehr gepflegt, sehr gepflegt. Mega groß. Mhm. Hier alles frei, nichts zugeparkt. Wie gesagt, keiner da. Also wir haben schon gerade eben gesagt, also wir können uns auch vorstellen, hier zu wohnen. Wir haben komischerweise nie darüber nachgedacht, in Arginigin zu wohnen.
ich weiß auch nicht, ob das unserem Portemonnaie entspricht. Also wenn wir gerade so erzählen, die Norweger haben hier doch einiges gekauft, bebaut und so weiter und so fort. Mhm. Norweger sind da ja relativ unabhängig. Ich glaube, hier kommen wir am Ende nicht rüber auf die andere Seite. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Ne? Wir schauen mal. Weil diese Komplexe hier zum Beispiel, die man hier auf der rechten Seite sieht, das hat auch ein norwegischer Multimillionär oder Milliardär gebaut. Ich weiß es nicht, aber der... Auf jeden Fall ist das... Alles, dieser gesamte Komplex hat ein einziger Mensch finanziert. Weißt du das? Ja. Ja. Mhm. So, wir sind jetzt hier auf der anderen Seite dieses Gebäudekomplexes und ihr seht, hier sind insgesamt 1, 2, 2 Y's im Namen. Ja. Und das ist der Komplex Sydenbyg 4, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Und man sagt sich, Leute, die was davon wissen, bei diesem vierten Komplex wurde an der Qualität des Baumaterials auch schon ordentlich gespart. Also hochwertig wie der erste Komplex soll das nicht mehr sein. Tja, die Baumaterialien sind ja auch teurer geworden. Und man will ja auch Geld verdienen mit diesem Gebäude. Aber top modern. Die Skandinavier haben ja sowieso sehr, sehr eigenen, guten Geschmack, wie ich finde. Da gibt es ja auch viele skandinavische Designer, die sehr, sehr bekannt sind. Ja, wir mögen das gern. Klare Linien. So, hier hat man aufgehört zu bauen. Geld ausgegangen, was? Und hier hat man es zu Ende geschafft. So, wir sind wieder unten angekommen, also unten fast am Strand. Hier gibt es ein paar kleinere Läden, einen kleinen Supermarkt. Eine Frutteria. Restaurant, Frutteria. Es gibt in Aginigen auch einen deutschen Supermarkt, den wir allerdings noch nicht besucht haben. Da haben wir noch einen Supermarkt. Und ihr seht, hier ist auch ein bisschen größeres Verkehrs- bzw. Parkaufkommen. Hier wird fleißig gewohnt, oder? Ja, man ist ja auch in Strandnähe. Genau. Dreh hier um. Mhm. Hier haben wir noch was im Verkauf. Aber hier sind die Parkplätze auf der linken Seite auch kostenpflichtig, sehe ich gerade. Wer sich für die Casa Inga interessiert, Inga ist ja auch so ein norddeutscher Name. Wir sind hier in der Heimatstraße, ne? Ich lass das mal mit dem Drehen, was? Gute Idee. Also hier auf der rechten Seite kostenfreie Parkplätze und auf der linken Seite teilweise durch die blauen Linien gekennzeichnet kostenpflichtige Parkplätze. Das habe ich so auch noch nie gesehen, dass da 6-7 Parkplätze was kosten und der Rest wieder frei. Nee. Das ist ein alter Ortskern irgendwie, ne? Ja, hier war man noch nie. Komisch, ne? Also man denkt ja immer, irgendwann hat man alles gesehen auf der Insel. Aber ein Freund von uns, der ist seit 35 Jahren hier, mit dem haben wir mal mit seiner Frau mal einen Ausflug gemacht. Und dann sagt der uns doch, 35 Jahre auf der Insel, ne? Wie gesagt, hier war ich noch nie. Dort, wo wir waren, da war ich noch nie. Ja. Hier haben wir eine Apotheke, also auch für die ärztliche Versorgung ist hier alles geregelt. Hier geht es wieder runter. Hier waren wir noch nie. Das ist unglaublich. Ja, ich glaube schon. Wir sind ja mal durchgefahren. Aber auch irgendwie sehr verirrend. Ich wollte eigentlich auch gerne rechts runter, aber ja, geht hier nicht. Mal gucken, wo wir hier rauskommen. Ich behaupte, ich war hier noch nie. Und ich habe recht. Ich war hier noch nicht. Elektrogeschäft. So, auch für die ganz Kleinen ist gesorgt. Hier haben wir einen Kindergarten. Auch geschützt durch hohe Mauern und Zäune. Ist ja auch immer wichtig.
und hier zur linken Hand wieder die Reihenhäuser, die wir auf, als wir auf den Berg gefahren sind, zur rechten Hand hatten. Von denen wir sagten, man weiß nie, was sich dahinter verbirgt. Ne? Ja. Und die Müllgeschichte hier ist toll. Die wünsche ich mir für uns auch. Nicht nur für uns persönlich, sondern für Maspalomas. Hier ist das Centro Salud. Also ärztliche Versorgung gesichert. Auch relativ zentrumsnah. Genau. Und hier sind wir jetzt wieder an dem Shopping Center angekommen. Waren da mal drin. Tatsächlich ist da nur irgendwie der Hiperdino gut besucht. Alles andere war, glaube ich, Leerstand. Ne? Ja, sah traurig, traurig aus. Ja. Dann fahren wir doch mal durch diese ekelhafte Baustelle, oder? Also hier fing alles an. Du sagst vor 2 Jahren. Ich sag vor 3 Jahren. Oder vor 3 Jahren. Vielleicht weiß es auch jemand besser. Ja. Berichtigt uns gerne. Also das, ich verstehe es nicht. Das sieht auch irgendwie alles aus, als seien die angefangen und hätten mittendrin aufgehört. Ja. Ne? Immer wenn wir hier langfahren, wir sehen auch nie irgendjemanden, der hier baut. Aber wenn wir dann mal eine Woche nicht da waren, dann der Bagger, der da vorne stand, der ist neu. Ne? Irgendwas hat sich dann da getan. Ja. Also irgendwas tut sich da scheinbar doch. Ja, das ist jetzt so das Geschäftszentrum, sage ich mal, hier von Aginigin. An der Hauptstraße. Hier ist ein schöner Platz mit der Kirche. Taxistand, Polizei, alles da. Apotheke, Tankstelle. Unzählige Restaurants, viele davon auch gut. Ja. Erzählen uns unsere Freunde, die hier in Aginigin wohnen. Wir waren ja auch in dem einen oder anderen Restaurant schon. Es war wirklich gut. Ja. Hier gibt es ein ganz, ganz tolles Restaurant, das heißt Palmgarden. Ein Österreicher betreibt das. Da waren wir schon einige Male und haben erstmal, es ist optisch ein Traum, dieses Restaurant, weil es hier auf dem Berg liegt. Man hat einen fantastischen Blick beim Sonnenuntergang über den Playa de Amadores und über den Hafen von Aginigin. Also mehr vom Blick geht hier gar nicht. Außerdem ist die Küche fantastisch. Das geht in den Sternebereich, würde ich sagen, so rein optisch schon mal. Ganz das toll. Ist wirklich gut angerichtet und geschmacklich ganz, ganz hervorragend. Kannst du noch mal verlinken, den Standort von Palmgarden? Mhm. Ja, mache ich. Hier, Norweger. Wir sind jetzt hier gleich an einem weiteren Strandabschnitt von Aginigin. Der sieht dann eher ursprünglicher aus als den ersten neuen Strandabschnitt, der da mit karibischem Sand aufgeschüttet wurde. Das ist jetzt dieser Strandabschnitt. Aber auch der ist sehr beliebt, wie man sieht. Man ist hier quasi direkt am Hafen von Aginigin. Dort hinten. Und auf der anderen Seite wird gewohnt, sind Geschäfte, sind Restaurants. Also hier, wer hier jetzt ist, der braucht wahrscheinlich kein Auto, weil alles fußläufig hier erreichbar ist. Es sei denn, man will nach Maspalomas, das wäre zu Fuß etwas weit. Nochmal zum Hafen runter, oder? Entschuldige, jetzt war ich gerade vorbeigefahren. Ja. Geht's hier auch rum? Keine Ahnung, probier's. Hier ist ein sehr, sehr ursprüngliches Restaurant, das ist aber auch immer gut besucht, wenn wir hier sind, sehen wir das und hören wir das immer. Hier war ich auch noch nie mit dem Auto. Nee, stimmt. Hier sieht es immer so griechisch aus, finde ich, weil das immer so weiß-blau hier angestrichen ist. Das würde ich jetzt mal so als Altstadt bezeichnen. Ja.
sehr kleine Gassen, verwinkelt. Hier hat man dann schon eher mal ein Parkplatzproblem. Aber wo wir überall hinkommen, ne? Das sieht ja auch urig aus hier. Wahnsinn, ne? Ja. Villa Rosa. Der Name ist Programm. Ist aber orange. Der Fischfang hat in Aggeningen eine ganz große, besondere Bedeutung. Das kann man immer an den ganzen Gebäuden hier erkennen. Da sind häufig Fische drauf oder kleine Schiffe drauf dekoriert. Und hier findet eben noch Fischfang statt und es ist auch ein großer Hafen mit vielen Fischerbooten und die sind hier, so schätzen wir mal, genossenschaftlich organisiert und vermarkten ihren gefangenen Fisch über eine Fischereigenossenschaft, die dann auch noch ein Restaurant hat, hier direkt am Hafen. Dort gibt es dann den Fisch quasi direkt aus dem Atlantik auf dem Teller. Fangfrisch, ne? Ja. Die bieten ihre Fische auch im Ganzen an. Man bekommt also immer einen ganzen Fisch, den man sich vorne am Tresen zum Beispiel auch aussuchen kann. Ja, es ist jetzt 11:45. In Spanien isst man ja eigentlich immer erst so 2:30 fängt man vielleicht mit dem Mittagessen an. Aber der Fisch ist hier so lecker, da fängt man auch schon mal um 11:45 an. Na hier, das ist aber auch von Touristen sehr geliebt, das Restaurant. Das ne? stimmt, ja. Und der Deutsche ist ja an sich früher. So, hier haben wir zwei Fischerboote, das eine etwas größer. Dort hinten haben wir viele kleinere Fischerboote. Auch hier haben wir schon mal ein Video gemacht, da hatten wir das Glück, da wurde hier gerade ein Thunfisch ausgeladen. Der war riesig groß. Ja, und diese Mole dort hinten, die hat für traurige Berühmtheit gesorgt. Hier hat es nämlich während der Flüchtlingskrise, die wir hier erlebt haben, wurde hier ein provisorisches Zeltlager errichtet für 800 Menschen, glaube ich, ja. Und gelebt haben dort 4000 Menschen. Ganz traurige Bilder haben wir da im Kopf, ne? Ja. Also das war schon eine brutal harte Zeit für diese Menschen, die hier aus Afrika mit ihren kleinen Booten angekommen sind. Und die wollen ja hier auch alle gar nicht bleiben. Die wollen ja alle nach Festlandeuropa und dort ein neues Leben beginnen. Jetzt hat man das Problem scheinbar in den Griff bekommen und hat für Unterkunft gesorgt. Ich denke, es wird hier immer noch die Ankunft der Flüchtlinge aus Afrika geben. Aber man erfährt nichts mehr durch die Presse, ne? Genau. Das hier ist auch unglaublich interessant. Ich hatte ja auch gesagt, viele schmücken ihre Häuser hier mit kleinen Schiffen und Fischen. Was wir hier immer wieder beobachten, ist in diesen Garagen, diese Tore hier. Da kommt man zusammen, ne? Da kommt man zusammen, holt sich Stühle zusammen. Ja. Und dann sitzt man da in der Garage und feiert das Leben. Ja. Ne? Übrigens, was ich noch sagen wollte, wir haben, das habe ich dir auch noch gar nicht erzählt, Na? Wir haben unglaublich gut informierte Zuseher. Mir hat nämlich zum Beispiel jemand in den Kommentaren nochmal die ganze Situation um Campo International erklärt. Hast du mir nicht erzählt? Nee. Und zwar, das wusste ich auch nicht, also in Maspalomas, der Ortsteil Campo International, da hatten wir ja auch ein Video drüber gemacht, das war ein Projekt von César Manrique. Ach nee. Wusstest du auch nicht, nein. Ne? Also César Manrique hat ja sehr auf Lanzarote gewirkt. Und aber auch hier, das wusste ich. Erstens wusste ich nicht, dass er hier auch solche Projekte hatte. Und der Stadtteil Campo International war ein Projekt von César Manrique. Ein sehr, sehr bekannter, anerkannter kanarischer Künstler. Aber das nur nebenbei. Also wir haben tatsächlich gut informierte Zuschauer. Und ich finde es immer total gut, wenn jemand von euch das in die Kommentare schreibt.
dadurch wird man ja auch nicht dümmer. Ich wollte es gerade sagen, also ich finde es echt immer toll, was man im Laufe der Zeit und der Jahre, die man immer wieder hier ist, doch auch über Gran Canaria lernt, seit wir dieses YouTube-Dingens hier machen. Ja. Also es macht einen wirklich nicht blöder und man erfährt so viel über die Insel, die man ja liebt und auf der man zeitweise lebt. Und von daher finde ich es toll, über die zweite Heimat viel zu erfahren. Ja, genau. Ja, und es ist jetzt an der Zeit, die Kamera umzudrehen. Weil am Ende des Videos kommt immer das Gleiche. Das Ende. Wir sagen vielen, vielen Dank fürs Zusehen, für die Daumen nach oben, für die Kommentare. Wie gesagt, sind wir sehr dankbar, wenn ihr uns auch noch aufschlauen könnt. Ja. Für die Abonnenten unter euch, danke, dass ihr unseren Kanal abonniert habt. Für die Nicht-Abonnenten, was habt ihr falsch gemacht? Muss man jetzt eigentlich auch Abonnenten und AbonnentInnen sagen? Eieiei, ja. Oh, das ist Gender. Nein, da sind wir raus. Das war ein machen Scherz. Wir machen wir nicht. Machen wir nicht. Vielen Dank euch allen. Muchas gracias. Für jede Anregung. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Adios.